Nein, dieser Dackel ist durchaus nicht auf Sushi-Jagd. Dieser Dackel tut was für seinen Körper, wenn auch offensichtlich nicht ganz freiwillig. Frauchen hat ihn nämlich ins Hunde-Fitnesszentrum gebracht, wo dem anspruchsvollen Haustier von der Schwimmtherapie bis zur Fango-Packung die ganze moderne Wellness-Palette geboten wird. Tokios größtes öffentliches Badehaus hat unlängst angebaut und erfüllt nun den fürsorglichen Hundehaltern einen lange gehegten Wunsch, dass auch ihre vierbeinigen Freunde endlich teilhaben können an der nationalen Leidenschaft des heißen Bades. Nichts genießen die Japaner so sehr wie ihr heißes Bad und wenig liegt ihnen so sehr am Herzen wie das Wohlbefinden ihrer Schoßhündchen. Da ist nur konsequent, was gerade in Tokio eröffnete, Japans erstes Hunde-Badehaus, benannt nach dem Shogun Tsunayoshi, dem bekanntesten Hundenarr des japanischen Mittelalters. Dieser Shogun mochte Hunde lieber als Menschen und er erließ ein Gesetz, nach dem jeder Japaner die Tiere mit Exzellenz Herr Hund anreden musste. Fast möchte man meinen, dieses Gesetz gelte immer noch. Selten sieht man Japans Vierbeiner auf eigenen Füßen stehen, meist werden sie fürsorglich getragen und selten auch sieht man sie unbekleidet. Schon gar nicht in der kalten Jahreszeit, aber gerade ist auch die Sommerkollektion herausgekommen. Wir haben hier die topaktuellen Hawaii-Shirts und hier unten die Hauskimonos, blau für die Jungs und rot für die Mädchen. 20 Euro Eintritt kostet das Erholungsbad, wenn der Fifi nicht mehr als 10 Kilo wiegt. Dicke Hunde zahlen mehr. Aber mit dem Bad allein ist es ja selten getan. Empfohlen wird vom Beauty-Team die Feuchtgelmassage gegen trockene Haut und Schuppen für 30 Euro und zum gleichen Preis die Aromatherapie für verhaltensauffällige und neurotische Hunde. Und wer, der sein Leben in einer Tragetasche verbringt, wäre das wohl nicht. Doch auch die Fitness kommt nicht zu kurz, verspricht die Bademeisterin. Die Schwimmtherapie ist ideal für Hunde, die nicht genug Auslauf bekommen oder die Probleme mit den Gelenken haben. Vor dem heißen Bad muss der Waldi sich freilich erst vom Frauchen schamponieren lassen. In Japan geht auch und gerade ein Hund nicht ungewaschen in die Wanne. Was, so fragt, bekümmert manch feuchter Blick, was muss man sich als Dackel in diesem Land eigentlich noch alles gefallen lassen? Vielleicht weiß er die Antwort. Herr Tono ist Hundehellseher und bietet praktische Lebensberatung für Mensch und Tier. Am häufigsten wird er gefragt, ob Hunde denn tatsächlich auch ein Schicksal haben. Selbstverständlich haben sie eines und sie beeinflussen mit ihrem Glück auch das Glück ihrer Besitzer. Da kann man ja nur hoffen, dass seine Exzellenz, der Herr Hund, sich im heißen Bad so richtig rundum glücklich fühlt. Überglücklich sind ganz bestimmt die Zubehörhersteller, wie ein Blick in die Badehausboutique verrät. Das Kosmetik- und Pflegesortiment mit natürlichen Wirkstoffen, Anti-Allergie, Anti-Aging, aus biologischem Anbau das Fresschen, serviert im Designernapf. Das japanische Haustier-Business erwartet in diesem Jahr Umsätze von umgerechnet 7 Milliarden Euro. Ein heißer Tipp also zur Geldanlage. Sicherlich weniger riskant als diese exotische Investmentidee. Das ist keine Misswahl und keine Strandmodenschau. Es ist Japans neueste Masche, Investoren von ihrem Geld zu trennen. Der geschlossene Mädchenfonds. Wer mit mindestens 500 Euro bei einem der 5 Talente einsteigt, kann mit 10-12% Gewinn rechnen. Vorausgesetzt, dass seine Hoffnungs- und Bikini-Trägerin wirklich groß rauskommen sollte. Bitte kaufen Sie Anteile von mir, ich mache Sie glücklich. So piepsten die leicht bekleideten Rendite- und auch Lustobjekte beim Pressetermin. Ist das der weltweite Casting-Wahn in letzter Konsequenz oder schlicht moderner Mädchenhandel? Wir waren anfangs schon ein wenig besorgt, dass viele diesen Fonds als unmoralisch empfinden könnten, so der Manager. Stattdessen aber bekamen wir viel Lob und die Anteile waren innerhalb von Stunden verkauft.
Es ist keine Schmierenfirma aus der Halbwelt, sondern eine durchaus seriöse Agentur, die den Mädchen Fonds auflegt. Japan Digital Contents investiert in Filmproduktionen, Zeichentrick und Videospiele, ständig auf der Suche nach gewinnträchtigen Entertainment-Ideen. Und das Geschäft mit den jungen Models ist milliardenschwer. Unersättlich ist der Hunger der japanischen Medien nach schmollmündigen Unschuldslämmern, den sogenannten Idols. Für Titelbilder und Softpornos, als Messehostessen, Mannequins und Kicherstatisten in albernen TV-Shows. Idole, Models, die nichts sein müssen, außer durchschnittlich süß, am besten auch noch weitgehend talentfrei, ganz normal eben. Die ideale Projektionsfläche für Mädchenträume und Männerfantasien. Die fünf Investment-Idols müssen nicht singen und auch nicht tanzen. Zunächst einmal reicht es, wenn sie sich nur in wahlweise lasziver oder nachdenklicher Pose fotografieren und filmen lassen. Für jede wird ein Fotoband und eine DVD produziert. Wenn sich beides über 7000 Mal verkaufen lässt, dann steuern sie die Gewinnzone an. Wenn sich aber niemand für ihre Strandabenteuer interessiert, ist das Geld hinüber. Wer sein Vermögen vermehren will, dem kann ich nur raten, Finger weg von diesem Fonds. Für mich sieht das Ganze eher aus wie ein Lottospiel. Die Chancen, dass eines dieser Mädchen ganz groß rauskommt, sind doch sehr gering. Dazu ist der Markt viel zu überlaufen. Aber das muss auch der skeptische Fachmann einräumen. Der Werbeeffekt dieser Investmentidee war mit Geld gar nicht zu bezahlen. Ständig sind die fünf Talente im Fernsehen und die Firma denkt schon über den nächsten Exotenfonds nach. Noch ist nicht klar, ob es wieder Mädchen sein werden oder vielleicht diesmal Comicfiguren. Vom Standpunkt des Investors gibt es da sowieso keinen Unterschied. Klug war, wer vor 30 Jahren in einen japanischen Spielzeughersteller namens Sekiguchi und dessen neuestes Produkt investierte. Das entstand hier in der unscheinbaren Firmenzentrale und eroberte weltweit eine ganze Mädchengeneration. Da saß, so will es die Legende, einst ein japanischer Meister Geppetto in seiner kleinen, schlecht beleuchteten Werkstatt und bastelte so lange herum, bis er endlich ein kleines Wesen erschaffen hatte. Und weil der Meister auch ein guter Geschäftsmann war, erschuf er gleich zwei Wesen, weil das erfahrungsgemäß den Umsatz verdoppelt. Er nannte sie Monchichi und wie das nun mal so ist bei Legenden, sie stimmt nicht ganz. 1974 gab es einfach keine schnuckeligen Stofftiere in Japan und da schickten wir unsere Designer zur Inspiration oft in den Zoo. Sie waren da sehr angetan von den süßen Affenbabys und so entstand das Monchichi. Nun ist es also 30 Jahre alt und nicht etwa früh ergraut. Dies hier ist die Jubiläums-Sonderausgabe aus Mohair. Überhaupt gibt es inzwischen so viele Versionen, Größen und so viele Kleider, dass der brave Sammler kaum hinterherkommt. Der japanische Fachhandel feiert das Wiegenfest des Zottelpüppchens mit einer wahren Monchichi-Invasion. Für jede Lebenslage und Nationalität ist was dabei. Monchichi auf Kenianisch, Koreanisch und Holländisch, als Karatekämpfer und Fußballspieler, als Bettelmönch und Ninja, als Fischhändler und im Tarnanzug. Und dazu genug Zubehör, Tassen, Handtücher, Kugelschreiber, um den halben Haushalt damit auszustatten. Es gibt ganz begeisterte Fans, weiß der Verkäufer, die besitzen bereits 100 Monchichis und können immer noch nicht genug davon bekommen. Besonders jungen Müttern wird warm ums Herz, hatten sie doch vielleicht selbst mal das Kuscheläffchen im Regal und wollen jetzt die nächste Generation damit beglücken. In seiner Heimat löste der Primat mit dem treuen Augenaufschlag übrigens nicht gerade Hysterie aus. Von weltweit 33 Millionen wurden weniger als ein Drittel, ganze 10 Millionen, in Japan verkauft. Der beste Markt war und ist Deutschland. Nach unseren Berechnungen müsste statistisch gesehen jeder deutsche Haushalt 2 bis 3 Monchichi-Figuren und Zubehör besitzen. Was mag wohl dran sein an diesem stark behaarten Geschöpf, das deutsche Mädchenherzen millionenfach eroberte? Was immer es ist,
es gibt bald noch mehr davon. Denn zum Jubiläum dürfen Herr und Frau Moncici nun heiraten. Und Nachwuchs wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Es wundert eigentlich nicht, dass dieser zottelige Geselle in Deutschland mehr Freundinnen fand als daheim. Denn während deutsche Mädchen ihr Moncici föhnten, saßen ihre japanischen Altersgenossinnen vermutlich gerade wieder in der gefürchteten Paukschule, der Juku, über Tabellen von Wissen, die sie bis zur nächsten Prüfung auswendig gelernt haben mussten. Das ist die Kehrseite des guten Abschneidens bei der PISA-Studie. Japans Kinder müssen pauken, büffeln, wiederholen und hoffen, dass sie die Aufnahmeprüfungen bestehen. Auf sie mit Gebrüll. Die Spieler der Rugby-Mannschaft der Universität Tokio sind immer die ersten Gratulanten. Sie suchen Talente unter den Neuzugängen. Im März werden die Zulassungsergebnisse der Elite-Universitäten bekannt gegeben. Drama und Triumph. Wessen Kennnummer hier erscheint, der hat ausgesorgt. Das eigentliche Studium liegt zwar streng genommen noch vor Ihnen, aber das interessiert keinen. Die Zulassungsprüfung war das Wichtigste. Ich will Politiker werden, hat er beschlossen, und sie hat vor, in den diplomatischen Dienst zu gehen, obwohl die ja da alle korrupt sind. Japans Top-Jobs sind für die Absolventen einiger weniger Unis reserviert, darunter private Hochschulen wie die berühmte Waseda oder staatliche wie eben die Tokio-Universität. Hier wird nur zugelassen, wer erfolgreich durch die Hölle gegangen ist, die Prüfungshölle. Und die fängt für Japans Kinder schon früh an. Die Familie Oba wohnt im Tokioter Osten. Nur zum Frühstück sind sie mal alle zusammen. Beide Eltern sind berufstätig. Der Sohn ist 6, die Tochter 12 Jahre alt. Der Junge hat gerade angefangen mit der 6-jährigen Grundschule. Tomoko wird sie bald beenden. Es folgen 3 Jahre Junior High und dann 3 Jahre High School, dann die Uni. Tomoko will unbedingt auf eine private Mädchenschule und opfert sich auf für den Zulassungstest. Sie tut das von sich aus, erklärt ihre Mutter. Mein Mann und ich, wir drängen sie nicht dazu. Die Kosten für den Nachhilfeunterricht haben schon unsere ganzen Ersparnisse aufgefressen. Wenn wir nicht beide arbeiten würden, dann könnten wir uns das gar nicht leisten. Vor dem Unterricht an Japans staatlichen Grundschulen muss keinem PISA-geschädigten Deutschen bange sein. Den Lehrstoff gibt stur das Erziehungsministerium vor, der wird durchgezogen und abgehakt. Der langsamste Schüler bestimmt das Tempo und viele andere langweilen sich. Die 9 Pflichtschuljahre kann jeder leicht schaffen, aber kaum einer will sich damit zufrieden geben. Bildung und vor allem das Ansehen der Schule bestimmen in Japan den sozialen Rang. Mittagspause und Essen im Klassenzimmer. Dann wieder Unterricht bis nachmittags um 4, aber erst danach beginnt für Tomoko und die meisten anderen Kinder in Japan der wahre Schulstress. Ab 5 Uhr ist Juku. Die gefürchteten Paukschulen sind Japans eigentliche Kaderschmieden und manche sagen Folterkammern. Sie bereiten rigoros auf die Aufnahmeprüfungen der besseren, weiterführenden Schulen und Universitäten vor. Das ist nicht nur anstrengend, sondern auch teuer. Für Tomokos Juku zahlen die Eltern umgerechnet 700 Euro im Monat, aber dafür steigen die akademischen Aussichten. Es hört sich vielleicht etwas rüde an, meint Juku-Direktor Uetani, aber ich glaube, dass die meisten Grundschullehrer die Zulassungsprüfungen der besseren Junior High Schools gar nicht bestehen würden. So schwierig sind die. Deswegen ist es wichtig, dass die Eltern uns Pauk-Profis diese Arbeit überlassen. Mathematik, Naturwissenschaften, Textverständnis, nicht zufällig Japans PISA-Paradedisziplinen. Der Lehrplan orientiert sich an den wahrscheinlichen Prüfungsfragen. Es wird auswendig gelernt, bis es sitzt, wiederholt, bis die Antworten fast automatisch kommen und immer wieder Probetests. Es wird gebüffelt, aber kaum gedacht, schimpfen die Kritiker, die es durchaus auch in Japan gibt.
Der gute Rang bei PISA sagt wenig aus, meint Erziehungswissenschaftler Herr Ogi. Bei der Zahl der gelesenen Bücher etwa belegte Japan den letzten Platz. Unsere Kinder hatten eine der höchsten Raten von unbeantworteten Fragen. Wenn sie vor einem Problem stehen, das sie nicht lösen können, dann geben sie einfach auf. Wenn eine Antwort Kreativität erforderte, dann versagten sie. Mit dieser Haltung werden sie in der Welt der Globalisierung nicht sehr weit kommen. Manchmal bringt Tomoko nach einem 17-Stunden-Tag noch Hausaufgaben mit. Aus der Schule und aus der Juku. Vor 11 Uhr kommt sie selten ins Bett. Sie weiß noch gar nicht, was sie mal werden will, aber unbedingt will sie auf diese gute Mädchenschule. Und wortkarg ist sie, ausführlich nur, wenn es um ihren Stundenplan geht. Juku habe ich 4-mal die Woche, dienstags, donnerstags, samstags und sonntags. Am Dienstag ist von 5 Uhr bis 9:30 Japanisch, donnerstags von 4:30 bis 9:30 Mathe. Samstags von 4:30 bis 5 Probetest und danach bis 9 Uhr Mathe. Sonntags von 1 bis 5 wieder Mathe und Japanisch. Und dabei gehört Tomoko noch nicht mal zu den ehrgeizigsten oder verzweifelsten. Die traf man sogar über Neujahr, Japans höchstem Feiertag, in einem Lerncamp. Test bestehen, steht auf den Stirnbändern, dazu der Name der angestrebten Schule. Denkt immer daran, dass ihr bessere Chancen habt, den Test zu bestehen, als die Kinder, die jetzt daheim sitzen und feiern, feuert sie der Lehrer an. Konkurrenzdenken soll sie motivieren, der Ehrgeiz, besser zu sein als der Nachbar oder wenigstens besser vorbereitet. Dann werden auch sie vielleicht voller Erleichterung und Freude vor den Ergebnistafeln einer Eliteschule stehen. Ich kann nur davor warnen, sich Japan als Beispiel zu nehmen. Was wir auf unseren Eliteschulen produzieren, sind Menschen ohne Menschlichkeit. Es sind hochqualifizierte Egoisten, die an nichts anderes denken können, als sich selbst zu bereichern und zu verbessern. Das ist eine korrupte Elite und gewiss keine, die sich für das Wohl der Allgemeinheit einsetzt. Und doch, natürlich stehen sie schon wieder Schlange für die Zulassungstests. Vor dem Tor zu guten Jobs und hohem Ansehen. Zu einem besseren Leben, wo endlich keine Prüfungen mehr zu bestehen sind. Und doch gibt es immer mehr Kinder und Jugendliche, die da nicht mithalten können oder wollen. Aussteiger, Verweigerer, Schulschwänzer. Hunderttausende ziehen sich sogar ganz in ihre Zimmer zurück und kommen nicht mehr raus. Manchmal für Jahre. Man nennt sie Hikikomori. Sie sind Japans verschwundene Jugend. Herr Noda ist Sozialarbeiter und wahrhaftig nicht zu beneiden um seinen Job. Manchmal sitzt er stundenlang vor verschlossenen Türen und versucht, ein Gespräch in Gang zu bringen. Überforderte Eltern rufen ihn an. Ihr Sohn, ihre Tochter hat sich eingeschlossen und lässt niemanden zu sich. Und das schon seit Jahren. Dir ist doch bestimmt kalt da drinnen, ruft er. Es wäre doch netter, wenn wir uns sehen könnten. Willst du nicht rauskommen und mit mir reden? Keine Antwort, das ist normal. Er muss wieder und wieder erscheinen, mit der Tür reden, bis er irgendwann vielleicht doch Zugang findet zu dem Hikikomori. Sie haben sich einfach verabschiedet aus der Gesellschaft, haben sich zurückgezogen und alle Brücken abgebrochen. Die Hikikomori schwänzen die Schule, schlafen, lesen Manga, sehen fern, spielen am Computer, Stubenhocker aus Trotz oder aus Angst. Herr Noda kennt einen, der hat 23 Jahre lang sein Zimmer nicht verlassen. Die Hikikomori sind Japans verschwundene Jugend. Es wird geschätzt, dass bis zu 1 Million junge Menschen zwischen 12 und 30 Jahren sich in diesem Land in ihren Zimmern verkriechen.
Mit wachsendem Wohlstand wurde den Kindern erlaubt, später und später erwachsen zu werden, erklärt der Soziologe Saito. Anders als vielleicht in Deutschland erwarten japanische Eltern nicht, dass das Kind schnell einen Beruf findet und selbstständig wird. Solche Kinder fühlen sich dann irgendwann als Versager und ihre Eltern ebenso, und es wird immer schwieriger, einen Ausweg zu finden. Herr Noda, der Sozialarbeiter, hat schon viele Hikikomori aus ihrem inneren Exil zurück ins Leben geholt. Einige wohnen heute bei ihm und seiner Familie am Stadtrand von Kyoto. Er hat zwei Häuser in der Nachbarschaft dazu gemietet und unterhält darin eine Art Heim. Er kauft für sie ein, kocht für sie, gibt ihnen ein Dach über dem Kopf und versucht, sie wieder fit für die Gesellschaft zu machen. Vor allem heißt das, ihnen die Angst zu nehmen. Mirai no Kai heißt seine private Organisation Gesellschaft für die Zukunft. Es ist eine von 10 solcher Einrichtungen in Japan. Alles Selbsthilfegruppen. 10 Betreuungszentren für bis zu 1 Million Problemkinder und Jugendliche. Die Kosten bestreiten die verzweifelten Eltern. Staatliche Hilfe bekommt Herr Noda nicht. Die Behörden verstehen das Problem Hikikomori nicht und deswegen wollen sie kein Geld dafür ausgeben. Außerdem erkennen sie kein Problem an, das sich außerhalb ihrer Bürozeiten abspielt. Ich werde manchmal mitten in der Nacht aus dem Schlaf geklingelt und muss los. Mit sowas will das Jugendamt nicht belästigt werden. Es sind sensible Kinder, intelligent und interessiert. Angst vor Prüfungen, Schikanen von Mitschülern oder Lehrern, Streit zwischen den Eltern hat sie traumatisiert und in die Isolation getrieben. Sie alle haben erlebt, wie es ist, wenn man irgendwann Angst hat, das sichere Zimmer zu verlassen. Das geht ganz schnell, sagen sie, man merkt es kaum. Aus Tagen werden Wochen und schließlich Jahre. Tomohiro ist 19, hat sich die letzten 8 Jahre aus Angst vor seinen bösen Mitschülern eingeschlossen, bis der geduldige Herr Noda ihn durch die geschlossene Tür erweichen konnte. Manchmal war ich auch sehr aggressiv, vor allem gegen meine Mutter, sagt er. Oder wenn bei einem Videospiel was nicht klappte, dann habe ich die Sachen alle kaputt gemacht, Löcher in die Wände gehauen und so. Selbst erwachsene Menschen, wenn sie lange genug isoliert sind, werden wieder launisch wie kleine Kinder. Aus den geringsten Anlässen können sie aggressiv und gewalttätig werden. Wenn das Essen nicht schmeckt, wenn die Seife nicht da ist, wenn das Wetter schlecht ist. Die häufigste Form der häuslichen Gewalt in Japan ist die Gewalt von Kindern gegen ihre Eltern. Die Schützlinge von Herrn Noda haben ein Theaterstück geschrieben und führen es auf. Meist für ratlose Eltern. Sie wollen ihre Erfahrungen weitergeben und das Rollenspiel befreit sie auch selbst, denn in den Jahren der Abschließung haben sie verlernt, sich mitzuteilen. Man darf einen Hikikomori nicht anschreien, beleidigen und unter Druck setzen, das ist ihre Botschaft. Das macht alles nur noch schlimmer. Nur behutsam, Schritt für Schritt kann man ihn aus seiner Lage befreien. Wenn wir dieses Problem nicht in den Griff bekommen, dann sehe ich schwarz für unser Land. Stellen Sie sich doch mal vor, gut 1 Million junger Leute sitzen untätig in ihren Zimmern herum. Sie arbeiten nicht, sie sind nicht produktiv und sie zahlen keine Steuern. Man kann sich leicht ausrechnen, welche Belastungen da in Zukunft auf die Gesellschaft zukommen. Nicht nur deswegen ist Herr Noda stolz auf jeden, den er zurückholen kann. Auch wenn es manchmal Jahre dauert, bis sie soweit sind, einfach nur mit ins Restaurant zu kommen. Jeden Abend führt er seine Gruppe zum Essen, auch das ist Teil der Therapie. Aus vielen Lokalen sind sie rausgeflogen. Ihre Tischmanieren waren anfangs die von Höhlenmenschen. Sie waren unfähig, auch nur eine Bestellung aufzugeben, waren verschreckt oder aggressiv. Jetzt sind sie Stammgäste im China-Restaurant von Frau Izumo. Die hat Verständnis für die Hikikomori, denn auch ihr Sohn macht ihr nichts als Kummer. Sie weiß, wie wichtig es ist, Japans verschwundene Jugend wieder ans Licht zu holen. Hoffentlich finden sie bald ihren Weg zurück in die Gesellschaft und vielleicht auch auf die Pferderennbahn,
Dort konnte man unlängst erstaunliche Einblicke gewinnen in die japanische Seele und ihre Schwäche für Schwache. Der landesweite Durchbruch kam mit ihrem 100. Rennen. Da wurde die Wunderstute zu Japans neuem Superstar. Festtagstorte und Schlagzeilen, Glückwünsche und leckere Blumen. So feierten sie Haru Urara, das Rennpferd, das niemals gewinnt. So voll waren die Ränge auf der Rennbahn in Kochi schon seit Jahren nicht mehr. Im Gegenteil, die Betreiber wollten schon dicht machen und konnten sich gerade noch mit Gehaltskürzungen retten. Da blickte mit einem Mal das ganze Land auf die Rennen in Kochi und statt der üblichen 1600 Gäste kamen plötzlich 5000 und sogar 8000, denn hier lief Haru Urara und immer lief sie den anderen hinterher. Kein einziger Sieg in ihrer fünfjährigen Laufbahn, aber immer tapfer, immer hartnäckig, nicht unterzukriegen. Das ist genau der Geist, der die Japaner entflammt. Es ist ja nicht, als wäre sie ein faules Pferd, sagt der Trainer. Sie strengt sich wirklich an, aber sie schafft es einfach nicht. Es ist mir schon ein bisschen peinlich, wenn sie mit jedem Rennen einen neuen Negativrekord aufstellt. Aber umso dankbarer bin ich für die Unterstützung der vielen Fans. Gambaru, durchhalten, ishokemme, mit aller Kraft. Das sind die höchsten Tugenden in diesem Land, das sich nach 13 Jahren Wirtschaftskrise selbst schon wie ein ewiger Loser fühlte. Sich abstrampeln und immer verlieren, das ist auch unser Leben, so ist es. Der Name Haru Urara ist ein Wortspiel und heißt frei übersetzt milde Frühlingssonne. Und beinahe wäre die achtjährige Stute selbst ein Opfer von Sparmaßnahmen geworden. Jedes zweite Pferd im Stall sollte aus Kostengründen in den vorgezogenen Ruhestand geschickt werden. Haru Urara, die nicht nur erfolglos war, sondern zudem als leicht neurotisch und hypernervös gilt, drohte das ruhmlose Ende im Schlachthof. Aber gerade noch rechtzeitig entdeckten die Medien sie und nannten sie die Jeanne d'Arc des Pferdesports. Sie wurde zur Hoffnungsträgerin für Millionen berufstätiger Frauen, deren Leistungen selten anerkannt werden, und für ebenso viele Männer, deren Arbeitsplatz bedroht oder bereits vernichtet ist. Selten in der Geschichte hat ein Reittier, noch dazu ein so glückloses, ein ganzes Land derart in seinen Bann gezogen. Selbst der japanische Ministerpräsident bekannte sich in einer Fragestunde des Parlaments zur tragischen Heldin der Rennbahn. Auch ich würde Haru Urara gerne mal gewinnen sehen. Auch ich bewundere ihren Mut im Angesicht der Niederlage. Haru Urara, ein Pferd für alle Fälle, das plötzlich die höchsten Wetteinsätze verbuchen konnte. Nicht, weil jemand ernsthaft mit einem Sieg rechnete, sondern weil die Quittungen als Talisman begehrt sind. Weil die Stute nie einen Treffer landet, so die Logik, soll der Losabschnitt vor Verkehrsunfällen schützen. Vor Blechschäden bewahrt auch der Ring aus Haru Uraras Schweifhaar. Der Souvenirhandel mit Schlüsselanhängern, Kalendern und den beliebten Gib-niemals-auf-T-Shirts verbucht Millionenumsätze. Das Pferd mit der rosaroten Hello Kitty-Maske erscheint in der Bierwerbung, die Filmrechte an seinem Leben sind verkauft und die CD mit der offiziellen Haru Urara-Hymne stürmt die Hitparaden. Irgendwann, so heißt es darin, wird dein großer Traum vom Sieg sicher in Erfüllung gehen. Am Montag endlich bekam sie ihre größte Chance. Japans Starjockey Yutaka Take wurde eigens nach Kochi eingeflogen. Würde dieser Michael Schumacher des Steigbügels Haru Urara endlich zu ihrem ersten Sieg verhelfen? 13.000 Gäste warteten stundenlang im Regen auf Einlass. Viele waren aus fernen Regionen angereist, wollten Haru Urara im Rennen ihres Lebens sehen. Obwohl das Derby auch landesweit live im Fernsehen übertragen wurde. Besucherrekord, Rekordumsätze.
Und als nach heftigen Regengüssen endlich eine milde Frühlingssonne über der schlammigen Rennbahn lachte, da enttäuschte das unwahrscheinliche Wunderpferd wieder einmal nur die, die gegen alle Vernunft wirklich auf einen Sieg gehofft hatten. Alle anderen waren wie verzaubert. Die Konkurrenz nur mehr Mitläufer unter ferner Liefen. Der Kommentator sprach nur von einem Pferd und musste vermelden, sie schafft es nicht, sie schafft es einfach nicht. Doch immerhin, Haru Urara wurde in ihrem 106. Verliererrennen nur Vorletzte. Sieg oder Niederlage, darauf kommt es doch gar nicht an. Wichtig ist, wie viel dieses Pferd so vielen Menschen bedeutet. Dieses Pferd, das in schweren Zeiten einer frustrierten Nation zeigt, dass auch Verlieren schön sein kann, wenn man sich nur richtig anstrengt. Der Haru Urara-Fan Ministerpräsident Koizumi selbst freilich ist mehr ans Gewinnen gewöhnt. Neulich wieder bei den Wahlen zum Unterhaus siegte wieder seine Partei, die LDP. Vor allem dank starkem Rückhalt in der Landbevölkerung und einer Menge Beton. Er geht nicht, er rennt auf die Menschen zu, das wirkt dynamischer. Jede Wählerhand will er schütteln, zeigen, dass er zupacken kann, der Kandidat Gotoda. 34 Jahre, er hat schon beim letzten Mal gewonnen und gilt auch jetzt als sicherer Sieger. Freut euch, ihr Bürger, der leibhaftige Gotoda ist zu euch gekommen, frohlockt unermüdlich die Juwelierdame im Lautsprecherwagen und einen verhinderten Rennfahrer haben sie auch angeheuert. Der jagt den Jeep von einem Dorf zum nächsten und schon ist es wieder Zeit zum Aufbruch. So wie Herr Gotoda sind in diesen Tagen viele Politiker unterwegs in Japan. Am Sonntag wird gewählt. Herr Gotoda gehört zur liberaldemokratischen LDP, der ewigen Regierungspartei, dank starkem Rückhalt beim Landvolk. Landstimmen wiegen im japanischen Wahlrecht mitunter doppelt so schwer wie Stadtstimmen. Kein Wunder, dass die LDP die stärkste Anwältin der Bauern ist. Wir müssen dafür sorgen, dass im ganzen Land gleiche Lebensverhältnisse herrschen und die Landbevölkerung nicht benachteiligt wird, fordert Kandidat Gotoda. Deshalb ist es wichtig, dass wir strukturschwache Gebiete wie dieses hier mit öffentlichen Geldern versorgen. Gotodas Wahlkreis ist Tokushima 3, versteckt tief in den Bergen der Insel Shikoku. Wunderschön, aber rückständig. Von der sauberen Luft, dem klaren Wasser und der Farbenpracht des Herbstlaubes kann niemand leben. Wohl aber von den öffentlichen Aufträgen der Regierung, also der LDP, vor allem im Straßenbau. Und Herr Gotoda soll dafür sorgen, dass das so bleibt. In den Büros der Baufirmen sind jedenfalls alle glühende LDP- und Gotoda-Fans. Wir haben hier keine Industrie, Land- und Forstwirtschaft bringen nichts ein. In dieser Gegend sind 70-80% der Menschen auf die öffentlichen Aufträge angewiesen. Kein Land der Welt betoniert sich selbst derart ein wie Japan. Ganze 10% des Staatshaushalts, knappe 65 Milliarden Euro, landen allein in diesem Jahr in Betonmischern und dann an den Hängen seiner Berge, an den Küsten, in Dämmen, in Straßen und in Brücken. Zwar will Ministerpräsident Koizumi, auch der selbstverständlich LDP, diese Ausgaben drosseln, aber die Betonköpfe der eigenen Partei halten dagegen. Reformen könnten sie nämlich leicht ihren Parlamentssitz kosten und viele liebgewonnene Privilegien. Ich weiß nicht, wie genau unser Parteichef Koizumi die Situation hier kennt. Ich bin zwar einig mit ihm, dass wir die Verschwendung stoppen sollten, aber das Notwendige muss weiterhin gemacht werden. Sonst werden Gegenden wie diese bald entvölkert sein. Auch am angeblich Notwendigen verdienen weiter korrupte Bürokraten, das Baugewerbe
und schließlich auch Leute wie Herr Inooka. Seit 10 Jahren bauen und renovieren er und seine Kollegen 1,5 Kilometer Straße. Hier konstruieren sie gerade eine neue Anti-Erdrutschwand. 2.400 Euro netto bringt das Herrn Inooka monatlich ein. Und wenn die Wand im nächsten Frühjahr steht, dann wird eben die Straße verbreitert, werden Schlaglöcher ausgebessert oder es ist ein neuer Belag fällig oder eine neue Brücke. Es gibt immer was zu tun, solange das Geld aus Tokio fließt. Herr und Frau Inooka und ihre 3 Söhne wohnen mit der alten Großmutter ganz weit oben in den Bergen. Hierher verirrt sich nicht einmal der Kandidat Kotoda. Sie haben wenig Sorgen, außer dass die wilden Affen nachts über ihren Gemüsegarten herfallen. Selbstredend ist Herr Inooka ein strammer LDP-Wähler. Ich hasse Veränderungen, sagt er. Aber wenn er in den Nachrichten von den Kürzungsplänen des Herrn Koizumi hört, dann wird ihm schon etwas mulmig. Schlimmer als Koizumi ist noch die Opposition. Die zu wählen, das wäre wie Selbstmord. Ohne die Regierungsgelder würden wir hier alle arbeitslos und müssten aus dieser Gegend abwandern. Ich vertraue auf die LDP-Politiker wie unseren Herrn Kotoda. Der hat versprochen, dass er sich in Tokio für uns einsetzen wird. Der Rennfahrer tritt wieder mächtig aufs Gas und die Jubilierdame holt das Letzte aus ihren Stimmbändern heraus. Und so bringen sie den Hoffnungsträger schnell ins nächste Dörfchen. Die Opposition vertritt nur die Interessen der Städter, ruft er dem Landvolk zu. Wenn ihr die wählt, dann werden diese schönen Berge einstürzen. Bestimmt, so raunen sie am Wegesrand, wird er selbst mal Ministerpräsident, unser Kotoda. Dann freilich bleiben diese schönen Berge ganz bestimmt stehen. Allein schon wegen des vielen Betons. Es gibt kaum Beton, dafür aber sehr viel Grün auf den Tropeninseln von Palau. Hier begibt sich das gefahrenerprobte ZDF-Team auf die weitgehend erfolglose Jagd nach einer Räuberbande, die ebenso dreist ist wie flink, sehr zum Kummer von Frau Gabriel. Frau Gabriel ist stinksauer auf die Deutschen. Da schauen Sie mal, mein armer Gemüsegarten, die Tapioca-Wurzeln und die Taro-Knollen, die ganze Ernte futsch, geklaut. Und die Papayas ebenso. Und die Deutschen sind schuld. Aha, die Deutschen klauen also hier Papayas, unerhört. Nein, nicht die Deutschen klauen die Früchte, schimpft Frau Gabriel, die Affen tun das, aber die Deutschen haben die Mistviecher damals nach Angauer gebracht. Jetzt sollen die Deutschen herkommen und die Affen wieder mitnehmen, verlangt Frau Gabriel grimmig. Ich hasse Affen. Der deutsche Kolonialaffe, so lernen wir, ist von Natur aus scheu und lässt sich nicht gern filmen. Angauer, dieses Robinson Crusoe-hafte Eiland am Rande des Pazifik, ist die südlichste der mehr als 300 Inseln von Palau. Nur 11 davon sind bewohnt. Die übrigen nicht mehr als nur Korallenfelsen, dicht begrünt, Smaragde im türkisen Meer. 1899, als Kaiser Wilhelm II. Auf Kolonienfang ging, da verkauften ihm die Spanier dieses Südseeparadies für 18 Millionen Mark. Lange blieben die Deutschen eh nicht. Im Ersten Weltkrieg verloren sie Palau an die Japaner und die verloren es im Zweiten Weltkrieg nach grausamen Schlachten an die Amerikaner. Und keiner ließ sehr viel zurück. Die Deutschen ihre Affen, die Japaner ihren Namen und die Amerikaner ihre Währung. Warum? So fragt ratlos und anklagend der Grabstein einer gewissen Frau Röse Rodatz, die 1911 auf Angauer starb. Warum, weiß niemand, und die sie kannten, liegen auch schon alle hier. Vielleicht hatte Frau Rodatz was mit dem Phosphatabbau zu tun, denn Dünger war der einzige Rohstoff, den die Kolonialmacht in Palau einheimsen konnte.
An diese Zeit erinnern nur ein paar vergilbte Fotos im Heimatmuseum und die alten Förderbänder, die irgendwo versteckt vor sich hinrosten. Vermutlich waren auch die unseligen Affen hier tätig, meint Inselführer Joshua, als lebende Sauerstoffanzeiger. Oder sie waren halt doch nur Maskottchen. Überwuchert vom Tropengrün, die Skelette der deutschen Südseephosphat-Aktiengesellschaft und im Dschungel tiefe Krater, wo einst Hügel standen. Eine Schadensersatzklage gegen Deutschland und Japan wegen Landraubs wird seit 1995 gewälzt, aber kommt nicht voran. Das hier ist jedenfalls die Bahnstrecke, auf der die Deutschen damals das Phosphat vom Inneren der Insel zur Westküste transportiert haben und hier legten die großen Schiffe an. Die wilhelminische Helmmode verfehlte seinerzeit nicht ihren Eindruck auf lokale Stammesfürsten. Und irgendwo da draußen gibt es auch den sogenannten Deutschen Kanal, den sprengten die Preußen ins Riff für ihre Phosphatfrachter. Ansonsten, außer eben der Affen und dem Grab von Frau Rodatz, kaum was Deutsches hier. Die 150 Einwohner von Angauer machen sich deswegen keine großen Gedanken. Fast jeder Zweite ist Beamter, Strom ist billig, Telefon umsonst, glückliche Inseln. Sie besitzen in Palau diese beneidenswerte Gabe, tagelang nichts zu tun und trotzdem zufrieden zu sein. Das haben sie wohl auch nicht von den Deutschen. Auf der Hauptinsel Koror wohnt gut die Hälfte der 20.000 Insulaner. Das Leben ist langsam und unkompliziert. Es gibt nur eine Verkehrsampel, aber die wurde kurz nach Inbetriebnahme wieder abgeschaltet. Die stiftete nur Verwirrung, sagen die Taxifahrer. Es gibt kaum Industrie, aber Entwicklungshilfe aus Japan und Amerika. Palaus größter Schatz liegt unter Wasser. Für Taucher sind die Riffe von Palau sowas wie das Paradies. Mantas, Haie, Barracudas und unzählige Gattungen bunter Tropenfische tummeln sich im 24 Grad warmen Wasser. Und dazwischen, darüber und darunter die Taucher und die Reisegruppen aus aller Welt, vor allem aus Japan und Taiwan. Wo sie sich treffen, ist die Hölle los. Zum Beispiel am Quallensee. In diesem verwunschenen Gewässer entstand durch eine Laune der Evolution eine besondere Art von Quallen. Giftfrei, harmlos und wunderschön. Deutsche Touristen verirren sich eher selten hierher, aber sie sind herzlich willkommen, betont die Vizepräsidentin. Wir fühlen uns auf Palau den Deutschen immer noch sehr verbunden. Die haben nicht zuletzt unsere Sprache bereichert. Es gibt noch einige deutsche Worte im Palauischen, zum Beispiel 12 für das Mittagessen. Und auch deutsche Namen. Wir haben hier eine Familie Bismarck und eine Familie Hindenburg. Und sie haben auch ein deutsches Restaurant. Krämers heißt es, nach dem Ethnologen Augustin Krämer, der einst das unbekannte Palau erforschte. René Menz, der Wirt, stammt aus Ulm und lebt seit 8 Jahren hier. Aber nicht einmal im deutschen Restaurant findet sich was richtig Deutsches. Es gibt Sashimi und Kimchi, Spezialitäten aus Hawaii und Fischfilet im Bananenblatt. Aber Sauerkraut sucht man vergebens und deutsches Bier auch, seit die Einfuhrzölle erhöht wurden. Das einzige wirklich Deutsche auf der Karte bei uns. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Hier. Die Krämers Hühnerbrust mit in Pilzcremesoße mit Kässpätzle. Wie fein sie doch ist, die Ironie der Geschichte. Wenn von den imperialen Südseeträumen eines deutschen Kaisers nichts übrig bleibt als Hühnerbrust mit Kässpätzle und eine Horde wilder Affen.